Ein Paket ist angekommen. Jawohl. Das Leitsystem. Warte, ne? Mal gucken. Was ist das hier? Achter? Achter. So. Okay, die einzelnen Blätter sind natürlich jetzt noch unterschiedlich lang. Aber sonst mal versuchen, die Schablone abzukriegen. Oh, hier war das schön stramm doch. Jetzt kommt's. Na guck. So. Hier sind Schrauben versteckt. Drei Stück. Mit denen habe ich diesen Innenring reingeschraubt. Da ich ja nicht auf Gewicht achte, ging das auch so. Der ist jetzt hier 7 mm breit. Das reichte locker für ein M3er Gewinde. Drei Schrauben rein. Und damit die nicht rausplumpsen können, sind ja jeweils die Blätter rüber. So, jetzt werden wir die Rückseite noch ein bisschen gestalten. Dazu habe ich hier schon mal was vorbereitet. So, dieses hier. Da wird dieser Ring jetzt hier gleich aufgeschraubt. Na, passt noch nicht ganz. Und dann kann ich das bearbeiten. Das ist der Plan. Hier sind noch mal die Leitsysteme nebeneinander. Also hier ist schon klar zu erkennen, dass der Querschnitt der Luft wesentlich kleiner ist als bei diesem. Auch die Einlassseite ist entsprechend viel kleiner bei dem hier. Das sind hier nur 16 mm von da bis da und hier sind es dann mal 23, also die tatsächliche Blattlänge der Turbinschaufel auch. Oh, wir werden sehen. Jawohl. So, jetzt fixiere ich das hier drauf mit drei Schrauben. Ich glaube, man hat nur meine Birne da vorne. Thank you.
ein Zehntel weggenommen hier. Jetzt sitzt das schön locker. Kann sich also entsprechend ein bisschen ausdehnen. So lasse ich es mal. Dann werden wir das jetzt noch ein bisschen entgraten. Maschine kann aus. Oh, komm schon. Flupp. Perfekt. Mal den Zoom ein bisschen entfernen. Gut. Das kann man doch gebrauchen, hoffe ich. Na gut, morgen Test. Ein Feuerzeug. Gesponsert von Ralf aus Österreich. Anschalten. Es ist ein Funke. Und ich hoffe damit, mir nicht immer die Pfoten zu verbrennen beim Hinterhalten des Feuerzeuges, wenn ich das Gas einspeise. Es ist flexibel. Biegsam, das sollte durchaus funktionieren. So. Somit kann man auch mit Orkanstärke das Triebwerk zünden. Es passiert nichts, es funkt. Und es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Das Ding läuft. Das Ding läuft sehr heiß mit glühendem Leitsystem. Oder es streift an, weil sich alles noch nicht gesetzt hat durch entsprechende Ausdehnung und ja, Metallentspannung. Wir sind in circa einer Minute schlauer. Ah.
jetzt live. Kein Problem, schnell kühlen. Ah, interessant. Wo streift es denn hier? Ach, ganz unten. Na gut. Es gibt Schlimmeres. Hier unten ist es ziemlich knarzig gerade. So, Farbe hat es auch schon gekriegt. Kann man nicht meckern. Ging wieder sehr schnell. Die Koloration, hier ist es etwas heißer, wie es aussieht. Man kann auch schon die Leitschaufeln sehen, die sind ja fast noch blank. Temperaturmäßig waren wir ein bisschen über 500. Geil. Na, mal sehen, wann sich die Turbine wieder dreht. Da muss ich da noch mal ein bisschen nachjustieren.